Hallo und willkommen zurück zu Legends of Amberland. Und wir werden dieses Mal schauen, ob wir noch ein paar von diesen Members of the Wizards Council finden. Bevor wir dann weitermachen. Ich glaube, den meisten kenne ich die noch, aber Guardian of the Elven Fountain. Wir gehen die jetzt einfach mal hier durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den Elfen irgendwas... dass da einer Member ist. Keeper of Knowledge. Da waren wir auch schon mal. Das war der Fischer-Typ. Der wird es auf jeden Fall nicht sein. Das war die Tante, die wir gerettet haben. Former Owner of the Dark Castle. Ja. Der wahrscheinlich auch nicht. Dann haben wir das hier noch. Captain Black Eye. Dann haben wir die Zwerge. Da wird wahrscheinlich auch nichts sein. So, dann haben wir... Das war der mit dem Drachen. Das mit den Blumen. In der Wüste ist sonst niemand. Gut, das ist halt der, der mich immer geheilt hat. Das war der Hacke-Typ. Ich Trader. Das war ein Bootsverkäufer. Shieldmaker. Das war das Mädchen oder Junge oder keine Ahnung, irgendein Kind. Royal Mines Supervisor. Dann haben wir diese Zelte, Royal Knight, Royal Knight und Royal Knight. Fisherman, Hunter. Jo. So viel ist dann da auch nicht mehr. Dann habe ich die meisten anderen wohl noch nicht entdeckt. Ich glaube, jetzt habe ich alles mir angesehen. Hier noch nicht alles. Doch, das waren die beiden. Hier war ich noch nicht. Small Boy. Ja, und mehr ist ja nicht. Ich schätze, dass das alleine jetzt nicht reicht. Ja. Eventuell müssen wir dann auch nochmal zurückkehren zu dem Magier. Das reicht so auf jeden Fall nicht. Da brauchen wir noch 5000 für die stärkeren Zauber. Wir könnten hier die beiden Hütten uns noch holen.
Ja, dann hauen wir hier noch ein paar kaputt. Lightning. Glück gehabt. Jo. Das sind zwei. Glück gehabt. Ups, das war der falsche. Mass Heal. Ah, alles voll. Okay. Ah gut, den hätte ich vielleicht noch wiederbeleben können, bevor ich in den Kampf gegangen bin, aber macht jetzt nicht mal einen Unterschied. Okay. Those ice trolls are everywhere. Spend more time avoiding them than hunting. Dann hat das hier bald hoffentlich ein Ende. Wobei außerhalb des Kampfes werde ich wahrscheinlich weiter so heilen müssen, weil die dann ihr Mana dafür aufbraucht. Mal gucken, wie gut der neue Heal dann überhaupt ist. Kann auch sein, dass der Rutze ist. So, hier ist nix. Da haben wir die Stadt, wo wir aber schon mal waren. Da geht dann auch das Mana aus. Okay. Den machen wir noch. Ja, da hätte ich gerade casten sollen. Welcome, tired travelers. Would you like a cup of tea? While I'm preparing it, let me tell you my story. I've been living in this hut for years, running successful business, selling gloves, I assume myself. But then, disaster struck. Some nasty ice trolls inhabited the nearby cave and started eating my consumers. Now I am at the edge of going bankrupt.
What's more, they insult me that I'm tasteless and too old to be eaten even if they starve. Could you do me a small favor and eradicate those wrongdoers from the caves? Okay, die sind auf jeden Fall bereit. Und hier haben wir anscheinend dann auch nichts. So, dann gehen wir erstmal wieder hier hin. Um einmal die Buffs wieder anwerfen. Firestorm, Calling of Blizzards, Molten Beast, Amplify Resistances. Amplify Resistances. All Resistances provide greater damage reduction. No effect if a hero has no resistance. Ah ja. Party Bonuses affect the whole party and expire at midnight. Also man muss mindestens Resistances haben, damit das sinnvoll wird. Aber damit könnten wir beispielsweise diesen Drachen nochmal angehen. Dann haben wir Molten Blasts. Calling of Blizzards. Der ist natürlich jetzt... Hier wäre es jetzt vielleicht gut, wenn man hier Favoriten setzen könnte. Oder Sachen als uninteressant markieren könnte, die man sowieso nie verwendet. Wobei das, ja, hier die beiden, die haben halt ausgedient. Der Feuerball ja jetzt auch. Calling of Blizzards. Ja. Der ist auch besser als der Lightning, aber also selbst bei Single Target. Aber kostet halt doppelt so viel Mana. Wäre aber eine Option gegen besonders starke Gegner. Calling of Blizzards. Das ist der. Molten Blast, Fire Damage, das ist auf einen. Der ist aber entsprechend noch stärker. Also das ist der neue Standardzauber dann. Und Firestorm für Gruppen. Ja. Also Firestorm für Gruppen. Und Molten Blast für Einzelne. Ja, die ganze erste Seite ist jetzt eigentlich sinnlos. Der nächste. Ja. Power Heal, Mass Power Heal, Cure Petrification. Cure Petrification, gut, das ist wo 250. Und dann haben wir aber Power Heal 72 bis 150. Na also. Kostet aber auch 40 Mana. Ja, das ist ein bisschen problematisch und das, was ich eben meinte, weil normaler. Für den normalen Heilvorgang ist der Heal jetzt immer noch besser, bis man den hier etwas ausgebaut hat. Der erstmal, wenn man 5 von denen castet für einen von denen, dann ja, kann man sich ausrechnen. Der macht Minimum so viel wie der.
wie der Maximum. Naja, das ist ein bisschen blöd. Und das ändert sich auch nicht viel. Der wird zwar größer. Aber der hier wird immer effektiver bleiben. Auf Stufe 5 bei 1500 gibt es sich so ein bisschen, aber der ist immer noch besser hier. Der ist bloß gut für Kämpfe, aber selbst da nicht wahnsinnig gut. Also 150 ist immer noch nicht wahnsinnig. Und ja, 300 wäre ordentlich, aber da kommen wir nicht dran. 750 ist ja auch schon krass. Also 450 kommen wir vielleicht hin zum Ende des Spiels. Also für Kämpfe, klar, ist der besser. Aber damit pumpt man sich natürlich jetzt auch noch mal weiter leer. Das Gute ist natürlich vor allem Ding hier das Gedöns, Resistances. Und, ne, ich glaube, das war's. Dann probieren wir das doch gerade mal aus. Dort. So, der hat Feuer. Da haben wir natürlich jetzt unseren neuen Zauber, den wir da nicht benutzen können. Dann nehmen wir. Dann müssen wir weiter den Lightning nehmen für den. Der könnte den Calling of Blizzards nehmen, der ist stärker. Okay. Ja, bei dem ist er noch nicht stärker. Und da können wir jetzt den Power Heal verwenden. Halbtot kriegen wir. Aber mehr dann auch nicht. Na gut. Dann. Ja, das hier war immer noch jetzt am einfachsten eigentlich. Ja, oder diese Dingstürme. Aber hier können wir auch unsere neuen schönen Zauber verwenden. Kostet aber auch 60 Mana. Das ist natürlich nicht ohne, da geht nicht viel. Heißt, nach nur wenigen Kämpfen die Mana aus. Aha, ein Tor, eine Burg. Schön.
I have heard our beloved king has been poisoned. Please, if you get some news from the castle, come and tell me. I would do anything to save our king. Das ist die Höhle? Ne, das ist auch noch eine andere Höhle. Frost Caverns. Okay, das geht auf jeden Fall auch zur Not. Frost Caverns. D1, 72, 11. Schwer, aber machbar. Northern Sage. I'm the Sage of the North, the truer and better Sage than the Southern Sage, if you met him. So, if that's clear, bring me 3 obsidian rings, and we will talk about your problems, whatever your problems might be. You should be able to find those rings in various northern locations. Da ist auch wieder so ein Portal-Ding. Oh, das ist Lizard. Oh, kleiner. Hm. Wo sind wir hier? King Orbador, Ruler of Northumbria, graces this Thumble Castle with his presence. Chancellor. The former Chancellor has tried to poison our beloved king, can you believe it? But some random passing by heroes have discovered the plot and stopped it. But now the king is still ill and no one knows how to heal him. We tried to contract several master healers from nearby lands, but they all just drained our coffers without delivering any cure. What's more, I suspect the king is somewhat doubting my abilities as a Chancellor. It's so unfair. I try my best, but I will prove my worth to our liege. I will save him. I know, I'm officially contracting you to find the cure to the king's illness. Please make sure to tell everyone it was me who hired you to do it, if you succeed. If you don't succeed, you don't need to tell anyone I was involved. You visit us in dark times, noble travelers. My former chancellor, this sly son of a frog, was poisoning me for months. I can barely sit on my throne and my days are counted. I replaced him with Iliadrian. He's absolutely loyal to me, but he is an imbecile. I don't know what will happen to the kingdom after I die. It's not good, not good at all. Und ich weiß nicht, was ein imbecile ist. Das schauen wir mal gerade nach. Imbecil. Imbecil. Geistesschwach. Geistesschwach. Schwachsinnig. Hier ist ein Schwachsinniger. Okay. Wieder was dazugelernt. This chamber was occupied by a famous healer. He took a lot of gold for his services, but could not cure our king. We threw him away. Personally, if I was in charge, I would throw him to the Ice Trolls caves. I even suggested it, but they said it would be too cruel and dishonorable. They all are too soft, I tell you. Was ist das? Vacant. In den Keller. Oh, kleine Gegner. 15 Erfahrung. Wahnsinn, aber vielleicht finden wir ja irgendwas an Loot. Okay, die sind ein bisschen stärker. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig stark. Power Heal. Loot. Short Sword of Accuracy. Hm.
Obur Scale Mail. Können wir leider alles nicht brauchen. Alle. Okay, das war jetzt nicht so viel. Nicht besonders guter Loot. Ich habe mir jetzt zwar das Ding noch nicht angeguckt, aber... Was war denn das überhaupt? Shortsword of Accuracy, glaube ich. Ja. Aha. Trainer. Und Tavernendings. Ja, okay. Das war das. Buffs sind auch weg. Große Teile hiervon sind schon clear jetzt. Mhm. Enormous Ice Lizard. Das reicht immer noch nicht, zu wenig Mana. Mhm. Da ist noch ein Turm. Er ist aber eingeschlossen. Ach so, mit dem Typen hier von wegen, bitte erzähl mir. So you were hired by the Chancellor to find the cure? I envy you. I wanted to go to the nearby caves, search for a fountain which contains magic water, you know. I'm a half-elf. I know those things. I asked the Chancellor to let me do it, but no, I'm ordered to keep the guard here. It's a nonsense, but I'm a knight and I obey. They want to send for an elven healer from the Great Forests, but it won't do. The poison originated from the Northern Lands, and the cure from the South won't do the trick. I tried to tell them, but they said I'm not a healer, and they know better. But if you can bring me water to... Bring the water to me, we can arrange something, I think. Na, okay, dann machen wir das mal gerade. Also erstmal gehen wir heilen. Zip. Die sind alle... Ja, okay. Erfahrung reicht noch nicht. Okay. Stunde 19. Dann gucken wir erstmal dahin. Welcome, travelers. I'm the guardian of the Elven Farm. Feel free to drink from it. And don't worry, there's no evil enchantment. Okay, ich denke nicht, dass das jetzt was gemacht hat. Ja, wahrscheinlich müssen wir da in diese Höhle reingehen. Okay, das hier sind Ice Caverns. Ice Caverns.
halt Gruppen von den Typen. C1, 58, 4. Schwer, aber machbar. So. Aha. Da ist noch ein Portal. Aber erst, ach so. Hermit from the Portals Island. I dedicated my life to discovering the secrets of these ancient portals here. I'm afraid I might have wasted my life. Okay. Das ist ein einfacher Gegner. Das ist ein bisschen stärker, als ich gedacht habe. Ich habe auch keine Buffs an. Machen jetzt den hier noch. Ist auch noch mal eine Hütte. Ist das die? Kann ich so weit gucken? Anscheinend. Aber die sind recht einfach. Bringen aber auch nicht viel Erfahrung. Hüpf. 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 Da kann man nicht rein. Okay. Na gut. Und hier über dem Sumpf. Vielleicht sind da nicht so fiese Schlangen. Ah, Snow Lizard. Okay, das war nur ein Lizard. Ja, die Schlangen scheinen da unten zu bleiben. Na, da ist eine böse Schlange. Bringen wir die gerade um. Wow. Jetzt nur mal hier diese, wo die kleinen Gegner sind, das ab. Da hinten haben wir noch eine Hütte. Keine Mana mehr. Thank you.
The most famous cheesemaker in Amberland. How did you find me? It's the most desolate place I could think of. Never mind. Here, take this cheese and please tell no one you know where I live. Ist das exotisch oder was? Exotic cheese. Spice und Fish. Three exotic delicacies. Ah, okay, die haben wir zusammen. So. Machen wir die noch kaputt. Wupp. 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 Okay. Unsere Heilerhütte. Okay. Und dann... Naja, wir können mal das jetzt alles aktiv machen. Royal Castle. Excellent. You brought me the exotic delicacies. I need it. That's fantastic. The fish from the Southern Sea, rare spices from Central Islands, and no, I don't tell me, it's the famous super stinky dwarven cheese. You're awesome. Here, take this crystal armor some drunken knight has left. You are far more worthy to wear it. Besides, he never came back to look for it. Plus 2000 Erfahrung. Das klingt doch gut. Crystal Armor. Ja. Petrification. Bringt ordentlich Rüstung. Aber... Confusion, Fear, Mesmerize... Für den wäre es zumindest dann auch leichter. Jetzt hätte der noch zwei über, um einen besseren Schild zu nehmen. Das reicht aber immer noch nicht. Das hat natürlich kein Confusion und kein Vierschutz mehr. Dafür ein bisschen mehr Armor. Na gut. Und er könnte theoretisch den Helm austauschen. Helm of Heroes. Ja, der reicht aber dann nicht. Dafür hat er dann auch wieder zu wenig. Okay. So. Hätten wir das. Wenn wir hier mal weiter. Da haben wir auch noch eine Höhle. The hut in the hut you found is a strange icy statue of some man. Actually, it might be not a statue at all. Frozen to ice. Naja gut, wenn wir aber jetzt schon die Karte quasi fast... Na, da oben... Ach, der Sumpf ist groß. Da scheint noch eine ganze Menge zu sein. Na gut. Wo sind wir hier? Glacial Caverns.
Glacial Caverns. Sind auch wieder diese Freaks drin. Ice Troll Warrior. Ne. Tausendfünfhundert Erfahrung. Aber da ist man nach ein paar Kills dann auch wieder alle. Und vor allen Dingen immer bei diesen Doppelgruppen. Gucken wir mal, was wir hier noch tot bekommen, bevor wir raus müssen. Okay. Damit ist die leer. Aber jetzt auch solo. Kein Mana mehr. Fokus. Und da ist die Mana alle. Jetzt könnte ich die noch voll heilen und einen könnten wir mit roher Gewalt plattschlagen, aber das war's dann auch. Ja. So. Na, Feuerblast. Okay, da geht noch was. Alle. Aber das reicht doch nicht mehr, um einen Zauber zu casten. So, jetzt ist aber Schluss. Da ist noch eine Höhle. Achso, ich sollte mir die Koordinaten noch aufschreiben. E1 91 4 schwer, aber machbar. So, wir gehen erstmal wieder heilen. Wir haben auch schon 21 Uhr. So. Okay.
Dann werden wir mal weiter das Eis hier erkunden. Da unten ist noch eine Höhle. The Frost Labyrinth welcomes you, brave adventurer. Uncover my secret or die trying. Da haben wir jetzt zur Abwechslung dann tatsächlich mal ein bisschen was mehr Bard's Tale-mäßiges. Was jetzt als Abwechslung auch mal nett ist. Solange wir jetzt nicht irgendwo ins Dunkel kommen und blind rumlaufen müssen. Gegner sind ja auch ziemlich wenige. Okay, den oberen Teil haben wir. Buffs sind abgelaufen. Oh. Na, zwei Giants, aber auch nicht stark. Green Snake. Da oben war also nichts. Das ist etwas größer hier. This is the wrong way. Turn around. Niemals. Cloak of Wizards. Onyx Helm. Warm Glows Frost Cape. Frost Cape. 4 Armor. Cold Willpower. Naja. Na, dieses Displacement ist halt cool. Aber hier gibt's natürlich dann keine Argumentation. Nehmen wir das mit Feuer. Was war das andere?
Leather Armor. Ich glaube Onyx Helm war das. Der besser ist als der Helm of Heroes. Und okay, mit dem können wir das wieder ausbessern, was der verloren hat. Sehr schön. Those vile monsters have been keeping me here. Outrageous. Thank you for freeing me. I can resume my work now. If you go to any shop, any town, you will notice new items are available for sale. Okay. Dann fehlt noch einer. Dann können wir vielleicht auch was kaufen für unser Geld und unsere Kristalle. Erkunden wir den Rest noch hier. Achso, das kann ich mir dann auch gerade mal aufschreiben. Frost Labyrinth. Labyrinth. Ein Brunnen. Party healed. Okay, damit haben wir eigentlich fast alles. Links ist noch ein bisschen. Okay. Da links noch. Und damit hätten wir das Ganze. Ne, da ist noch was. Und da oben haben wir auch noch was. Jetzt ist aber alles erkundet. Puh, okay. Und da links haben wir noch eine Hütte. Da gehen wir mal gerade hin. Passage Guardian. The Queen has instructed me to only let pass those who are worthy. You need to pass the test, which one you choose. Take the test of wisdom. You have failed the test. You're not worthy to visit the Queen yet. The test of might. You have passed the test of might. The way is open. You're welcome to enter the domain of the Ice Queen. Uh-huh. Princess Ophelia. What you see there is the palace of a wicked Ice Queen who managed to enchant my fiance, Prince Rupert. He does not even recognize me anymore. The Ice Queen let me stay here, probably to torment me and laugh at my misery. She has no heart, literally. I was listening and I have heard rumors that she has locked her own heart in a chest deep below the palace. I have also noticed that the dragon which she keeps behind the green portal has a tiny key tied to his neck.
She's very angry when anyone tries to approach the dragon. That must be the key to the palace, where she keeps her heart. Please defeat the Ice Queen and give me back my beloved fiance. Fiancé. Mhm. Erstmal laufen wir hier das noch frei. Und wir haben jetzt sicher dafür auch eine Quest bekommen. Rescue Enchanted Prince. War das nicht eine Prinzessin? You need to defeat the Ice Queen first, then visit the Prince. Achso, den sollen wir... Ja, okay, verstehe. War keine Prinzessin. Lassen wir mal offen. Und damit haben wir fast alles. Da fehlt noch ein bisschen. Aha. Hallo. Wahrscheinlich wird er mich aber ziemlich zermatschen. Da können wir einfach hin und her porten, okay. Green Dragon. Acid, aha. Molten Blast. Würde mich wundern, wenn ich das überlebe. Das ist zu stark. Und haben wir hier irgendwen, wenn wir schon zu Klump schlagen können? Luxury Chamber filled with lavish furniture. Perfectly clean and ready for guests. This lavish room is occupied by a prince. He haven't even noticed you. His eyes look strange and he's totally immersed with his own thoughts. Ice Queen Chamberlain. I humbly welcome you in the name of the Ice Queen. You are free to stay here for as long as you want. If you need anything, just come to me and I will arrange for it to happen. You got an impression he wants to say something more but was not allowed to. Okay. Da schreibe ich mal mir Ice Queen Palace mit allen in Räumen reden auf. Ah, da geht's runter. Noch mal runter. Okay. The Ice Queen is the most awesome in the Amberland. Anyone who does not agree will be iced. Accuracy. Ivory full plate armor. Okay, fat loot. Makes two damage rolls during combat. The better roll is used. Okay. Ah, dann kann der aber nicht mehr.
reicht vielleicht der Helm. Ne, der ist ja noch schwerer. Ja, der könnte vielleicht auf den verzichten. Das Ding klingt schon gut. Das hier müsste eigentlich weg. Das ist, ist eigentlich doof. Ich werde das hier jetzt mal nehmen. Dann ist der halt überladen. Dann werden wir beim nächsten Mal das ändern, dass der mehr Stärke bekommt. Ivory Full Plate Armor. Wiegt 20. Confusion 4. Mesmerize. Mesmerize haben wir keine. Resi gegen. Und dafür haben wir hier noch zusätzlich Cold. Nehmen wir den und mehr Armor. Master Sword of Agility. Na super. Okay. Wieder ein Schwert. 160. Aber kein Slayer drauf. Und dieses. Die kritischen Treffer sind halt super gut. Aber zu dem Punkt, Zeitpunkt, wahrscheinlich hätte ich den Zwergen auch schon hier längst was anderes geben sollen. Nehmen wir die Axt weg. Der kriegt auf jeden Fall jetzt das Master Sword. Oder, Moment. Nehmen wir dem das weg. Der kriegt das Master Sword. Und der kriegt den. Ist immer noch besser als die Axt. Der Zwergenbonus, der bringt's da nicht, wenn der Unterschied so hart ist. Armor 6 und Accuracy. Und wiegt 4. Das ist besser als das, was der hat. Mhm. Ring of Lightning Resistance, na gut. Master Sword of Agility, dann können wir das auch direkt wieder austauschen. Cloak of the Salamander, ist ja richtig fetter Loot hier. Armor, achso, das war der wieder, okay. Ancient Ceremonial Sword. 180 Schaden. Na gut. Willpower ist egal. Ancient Ceremonial Armor. Und 26 schwer, das kann keiner nehmen. Onyx Plate Mail. Okay. You don't have the key that would fit here. Okay, machen wir mal das hier noch zu Ende. Ice Queen Palace. Ganz unten. Tür abgesperrt. Erkunden wir das hier noch. Vielleicht finden wir hier sogar noch den letzten Crafter. Dragon Breeder. I'm a Dragon Breeder of the Ice Queen. I was stupid enough to get into this mess. I've raised and trained her dragon. She was paying so well. Now I'm trapped here. I refuse to join here. She refused to let me go. I wish I listened to my mother. She was always repeating my greed will be my end one day. She was right. She was so right. But still, the Ice Queen was paying so well. How could I refused? Tell me how. Anyway, I wanted to tell you a secret. It might be useful to listen carefully. All dragons have a weak point. Let me show you how to find it. Earned title, Learned the Secret Weak Spot of Dragons.
Aha. Huge Damage Bonus versus Dragons. Both Melee and Magic. Okay. Da rede ich auch noch mal mit unten. Ein Stockwerk runter mit Drachentypen reden. Aha. Flim, flim. Kristalle. War schon nett, dass die einfach alles hier zur Verfügung stellt. Hier geht's hoch. Oh, welcome, welcome. You're so cute. Why don't you stay in my palace? Forlak say, forever. Why don't you drink with me? Drink from the crystal goblet. You drank the crystal goblet. It tasted fantastic. Your senses sharpened, and then you noticed how beautiful and awesome the ice queen is. It would be a crime to defy any wish of such magnificent thing being. Und gestorben. Na gut. You were foolish enough to drink from the crystal goblet. You were enchanted, and you became slaves of the ice queen. Ah, great. Not only did they did not finish the quest, but they were also stupid enough to fall for the Ice Queen's trick. Just great. There's no limit for some heroes' incompetence. Na gut, sehr schön. Dann mache ich hier einen Schnitt und dann werden wir hier beim nächsten Mal weitersehen. Bis denne.